Diese Zapfanlage werden Bierfreunde lieben. Das Fass lässt sich nicht nur mit einem einzigen Handgriff anzapfen. Mit Hilfe einer eingebauten Frischepatrone bleibt das Bier außerdem bis zu 30 Tage lang frisch. Aber nicht nur frisch, sondern inzwischen auch immer häufiger gesund soll das Bier daherkommen. Der Absatz von alkoholfreiem Bier legte im vergangenen Jahr beispielsweise um rund 9% zu. Kein Wunder, kalorienreduziert und isotonisch ist es ein idealer Durstlöscher für jeden Sportler. Auf den Gesundheitstrend setzen auch die Hersteller sogenannter Functional Drinks mit positiven Nebeneffekten für Körper und Geist. Ganz neu zahnfreundliche Getränke mit Palatinose. Palatinose ist ein Zucker. Wir stellen ihn her aus Saccharose, also aus dem, was man als Haushaltszucker kennt. Und über die Herstellung, das ist eine ganz normale Fermentation, eine einfache Umlagerung, resultiert ein Zucker mit einer festeren, stärkeren Bindung. Und der sorgt dafür, dass eben die Energie, die in diesem Zucker drinsteckt, auf eine gesündere Art und Weise zur Verfügung gestellt wird. Und das kann dann der Hersteller ausnutzen, indem er zum Beispiel Getränke macht, die zahnschonend sind, erstmals jetzt auf dieser Messe vertreten, oder auch Botschaften hat wie eine verlängerte, eine gleichmäßige Energiebereitstellung, einen positiven Einfluss auf die Fettverbrennung, auf die Hungersättigung. Für Verbesserungen in der Getränkelogistik sorgen intelligente Etiketten mit Funkchips. Gabelstapler mit integrierten Antennen können so schnell und selbstständig Warenpaletten erkennen und automatisch an den gewünschten Ort transportieren. Noch in der Entwicklung befinden sich die sogenannten Smart Packages, intelligente Verpackungen. Man kann natürlich die RFID-Technik mehr nutzen als nur die automatische Identifikation von Gütern. Man kann Zusatzinformationen auf diesen RFID-Chip schreiben, wie Packungsinhalte oder gar den Chip mit Sensoren integrieren, sodass man Drücke, Temperaturen, Haltbarkeit und vieles mehr erfassen kann. Nur eine von zahlreichen Innovationen auf der diesjährigen DrinkTech, auf der sich operierende Konzerne ebenso präsentieren wie mittelständische Unternehmen aus aller Welt. Trotz der Krise sind wir eigentlich sehr froh und glücklich. Wir haben 12 Länder mehr als letztes Mal, das heißt 72 Länder. Das zeigt aber auch, dass diese Industrie wächst insgesamt. Wir haben dieses Mal über 1400 Aussteller. Die DrinkTech ist die bedeutendste Messe für die Herstellung von Getränken und Liquid Food weltweit. Sie ist also die Weltgetränke-Leitmesse. Nur in München sieht man also schon jetzt, was bald in den Kühlschränken der Verbraucher zu finden sein wird.